Die Werkplanung kann per Klick im Register allgemein im Bereich sonstige Dienstleistungen vereinbart werden oder nicht. In den Branchenmodellen Massiv- und Holzbau ist das Ganze im Standard natürlich, sage ich mal, voreingestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Werkplanung für ein Haus von Ihnen nicht kalkuliert werden soll, ist sicherlich recht gering. Und für den Fall, dass irgendwann mal wirklich Sie einen kompletten fertigen Werkplan auf den Tisch kriegen und sagen, Sie wollen dafür ein Angebot abgeben, ist einfach hier die Möglichkeit geschaffen, die Werkplanung per Klick rauszunehmen. Grundsätzlich ist die Berechnung Werkplanung zwischen Branchenmodell Massiv- und Holzbau identisch. Wir schauen uns das Ganze hier mal im Branchenmodell Holzbau an. Wichtiger Hinweis an der Stelle noch. Für alle Holzbauer, die Werkplanung hat nichts mit der Berechnung der Arbeitsvorbereitungszeiten zu tun. Das heißt also, falls Sie sich bei sich entscheiden sollten, die Werkplanung rauszunehmen, weil eben fertiger Werkplan vorhanden wäre, die Zeiten für alles das, was Arbeitsvorbereitung und so weiter und so fort ist, das ist natürlich etwas, was dann trotzdem kalkuliert wird. Das vielleicht nur noch mal als Hinweis für die Holzbauer. So, machen wir eins, gehen wir hier einmal mit Abbruch raus und schauen uns in der Berechnung entsprechend an, wie die Werkplanung entsprechend berechnet wird. Das heißt, Inhalt der Sonderausstattung im Register allgemein. Bei Werkplanung haben wir die berechneten Positionen und sehen, wir haben hier entsprechend die Varianten für die Häuser der unterschiedlichen Größe. Wir haben wieder eine Zulage für Ecken ungleich 90 Grad, um entsprechende Komplexitäten abzudecken, wenn das Haus etwas komplexer ist. Und natürlich wieder ein Hinweistext, dass die Werkplanung Bauseits ist, also ein Textauslöser dafür, dass wenn das Ganze, was sicherlich bei den meisten der Fall ist, beschrieben ist als Leistung im Unternehmen, wenn es halt eben rausgenommen werden würde, dass es in der Leistungszusammenstellung, Stichwort neues Bauvertragsrecht, natürlich auch rechtssicher entsprechend beschrieben ist. Die Berechnung der Kosten für die Werkplanung erfolgt per Stück und zwar in Positionen ähnlich wie bei der Eingabeplanung, wo gesagt wird, okay, Werkplanung für ein Haus bis 600 Kubikmeter, bis 900 Kubikmeter und so weiter und so fort. Und dabei wird auf das Volumen des Hauses entsprechend abgestellt. Wir machen eins, wir gehen kurz mal in die Planung. Sie wissen, wenn Sie Häuser planen, wird das Gebäude oder beziehungsweise das Volumen des Gebäudes automatisch berechnet. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, 3D-Ansicht umbauter Raum darstellen. Wenn Sie sich das angucken, sehen Sie das komplette Gebäudemodell und die komplette Berechnung des umbauten Raumes in einzelne Körper zerteilt, die mit entsprechenden Nummern versehen sind. Und wenn Sie sich den Berechnungsnachweis ausgeben, sehen Sie, was dort entsprechend berücksichtigt wird. In der Regel, das heißt in 99% aller Fälle wird es so sein, dass diese Berechnung, diese automatische Ermittlung des umbauten Raumes so ist, dass es passt. Danach wird, wie gesagt, deswegen schauen wir es uns an, die Werkplanung auch berechnet. Wenn es allerdings so sein sollte, warum auch immer, dass Sie sagen, Sie brauchen hier das Volumen anders, sei es, weil Sie Anbauten, Umbauten, Aufstockungen oder sonstiges machen, haben Sie auf der Liste, Sie können mit beliebigen Konstruktionsfunktionen, wie zum Beispiel hier mit dem Polygon, entsprechende Eingaben machen. Das heißt also ein oder n Polygone definieren. Wenn Sie diese markieren, dann über Planen, über Innenbereich des Geschosses sagen, das, was Sie jetzt vorgegeben haben, wird in diesem Geschoss als Gebäudevolumen entsprechend übernommen, falls, wie gesagt, im Sonderfall das Ganze eben mal nicht so sein sollte, wie Sie es für dieses spezielle Bauvorhaben brauchen. Sonst, wie gesagt, die Berechnung entsprechend über eine Stückposition, die auf die Kubatur schaut, Zulagen für die Außenecken. Und wir haben natürlich entsprechend hier nochmal die Konstellation, dass, wenn es nicht enthalten ist, entsprechend ein Hinweistext berechnet wird und die Holzbauer haben im Hinterkopf, Werkplanung ist Werkplanung, Arbeitsvorbereitung ist Arbeitsvorbereitung. Wenn die Werkplanung nicht berechnet wird, wird trotzdem die Arbeitsvorbereitung berechnet. Und damit sind wir, was die Kalkulation der Werkplanung in den Branchenmodellen Massiv- und Holzbau angeht, soweit schon durch.